Es klingt vielleicht komisch, aber ich muss wirklich sagen, allein weil ich jetzt ein Foto bin, ist sicher nicht, dass ich mehr aufpasse oder weniger aufpasse. Ich meine, ich habe ein wunderschönes Leben und ich möchte nicht jetzt schon gehen und ich möchte es auch noch lange haben und ich hoffe, ich darf auch mal alt werden. Aber es ist sicher jetzt nicht so, dass ich sage, seitdem dass ich Foto bin, dass es einem mehr aufpasst oder dass ich jetzt auf einen Stand einen Nagel mehr schlage. Ich habe davor auch schon auf mein Auge gepasst, weil es einfach das Ziel ist, alt zu werden. Für mich sind die 13 sicher ganz etwas Besonderes. Durch die 13 bin ich eigentlich ja zum Klettern gekommen. Während dem Klettern denkst du eigentlich nur, wo gibt es die nächste Möglichkeit, auch einen Haken bzw. eine Absicherung hinzubekommen und auch, wo gibt es überhaupt eine Möglichkeit, weiter zu klettern. Wo ist eigentlich sozusagen der Weg nach oben offen. Ich denke mal, so, wie gesagt, die Form, wie sie ausschauen, beziehungsweise die ganze Geschichte, die ganze Tradition, was eigentlich bei den 13 schon passiert ist, das ist eigentlich schon etwas, was für mich ganz was Besonderes ist und das, was ich auch versuche, weiterhin zu leben. Das Erbe der Väter, der Name, ist eigentlich gleich mal entstanden durch das, wo wir die 8 Tage in der Wand gewesen sind und eigentlich auch draufgekommen sind, mit Herzblut, dass die alten da geklettert sind, zum Beispiel der Kamitschi oder Kasin, die was mit der traditionellen Art und Weise die Touren eröffnet haben. Das hat uns schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und es ist für uns auch klar, welche Meilensteine, dass sie ins Tag gesetzt haben mit ihren Touren auf die 13. Und das ist auch etwas, wo ich muss sagen, das sind einfach Kunstwerke, das sind einfach Meilensteine, die wir gesetzt haben. Und auf das soll man ganz fest aufpassen, das haben sie uns hinterlassen. Und deswegen ist das irgendwie auch der guten Name entstanden, das Erbe der Väter. Ich denke oft einmal schon daran, dass ich hoffentlich allem die richtige Entscheidung trifft. Und ich weiß auch, wie knapp das oft einmal ist, wie viel Grad das oft einmal ist zwischen den Entscheidungen und wie viele Folgen das die Entscheidungen erhoben. Aber ich bin tiefst überzeugt und ich hoffe auch, dass ich einfach auch mit der Hilfe von meiner Familie allem wieder die richtigen Entscheidungen treffen werde. Ich glaube, momentan ist das halt einfach wieder mal etwas Neues gewesen, eine Tour allein mit traditioneller Absicherung zu machen. Aber ich bin überzeugt, dass das nicht die letzte Tour ist, was auf der Rasenzinne
erst begangen wird. Es wird wahrscheinlich wieder weitergehen. Es werden wieder junge Kletterer nachkommen mit neuen Zielen, mit neuen Projekten, mit neuen Gedanken. Und so wird es die 13 allem irgendwie jemand sein, wo es früher schon Geschichte geschrieben worden ist, wo heute Geschichte geschrieben wird und wo auch noch in vielen, vielen Jahren Geschichte geschrieben wird.